Siddha Haratali Asana ist die Bezeichnung für die Stellung des vollkommenen Haratali. Haratali war ein großer Yogameister, er gehört zu den Siddhas, den Vollkommenen, und so ist ein Asana nach ihm benannt. Letztlich so wie im Westen Sterne nach Forschern benannt werden oder auch nach Ländern und vielem anderen, sind unter den Tausenden von Asanas einige benannt nach großen Meistern. Und Siddha Haratali hat es sicher verdient, dass ein Asana nach ihm benannt wird. Ausgangsposition ist die Lotushaltung, Padmasana. Im Lotus winde die Hände unter den Kniekehlen durch und gib die Handflächen auf den Boden. Anders als in Kukutasana hebst du aber nicht das Becken hoch, sondern du schaust zu der Nasenspitze hin oder bei geschlossenen Augen richtest du deine Konzentration auf die Nasenspitze und kommst zu einer tiefen inneren Ruhe.